So, lieber Schatten. Es ist einfach so gut, dass du da einfach noch drin bist. Kannst du einfach joinen? Sitzung. Nur mit Einladung, nur Freude. Du müsstest eigentlich direkt joinen können. Sehr nice, okay. So, dann müssen wir mal hier alles plündern, würde ich sagen. So, mit dem Lager und so habe ich mich auch noch nicht auseinandergesetzt, ne? Man kann einfach alles aufheben. Was wir dann danach machen können, damit keine Ahnung. Gibt's eigentlich keinen Ingame-Chat? Das habe ich mich letztens schon gefragt. Oder sollen wir ins Discord gehen? Wir können auch ins Discord gehen. In die Plauderecke. Hallo, hallo? Ah ja. Hi Schatten. Oh, ewig deine Stimme nicht mehr gehört. Ja, das stimmt. Eine Sekunde, gerade auf den Stream dann leise machen, sonst höre ich dich doppelt. So. So, wo ist er hin? Ach, da. Sollen wir in die Höhle gehen da? So, hier weiß ich ja schon, was kommt. Nein, doch nicht das. Pass mal auf. Also ich muss ja voll reingehen, ne? Aber die muss das ja nicht. Warte mal, kann ich mich hier irgendwie verstecken? Ich glaube, ich habe dem von hinten irgendwie gerade, weil ich mich versteckt habe, einen kritischen gegeben. Jo. Another fight. Let's go. Der andere? Ach, da oben. Der eine ist da oben. Wieder hochhüpfen. Yo. Okay. Moin, Oldschool.
Ich kann halt wirklich da hochhüpfen, ne? Wieso? Ich ziehe den da hinten mal auf mich. Zug von Nachtschatten. Aber das war vielleicht ein bisschen over. Einfach mal 10 Schaden. So, erstmal das Wichtigste machen. Loot. So, Fehlschlag, sehr gut. So, was kann man hier noch so? Geil. Geil, geil, geil. Okay. Also ich habe jetzt, bin jetzt extra, ich bin zwar Nahkämpfer, aber ich musste jetzt mal kurz gucken, wie das hier mit dem, mit den Höhenverstellungen ist. Gedankenschinder. Ich wollte eigentlich, dass Schattenherz da hochgeht. Jetzt habe ich das natürlich verkackt. Distanzwaffen kriegt sie. So. Ja gut, sie ist ja als Klerikerin da relativ vielseitig. Oh, das war dumm. Das hätte, okay, das hätte man alles abgefackelt. Das hätte man auch nehmen können, anscheinend. Ja, das wäre auch gegangen. Musst du halt, wie gesagt, bei so Umgebungseffekten immer vorsichtig sein, dass dich damit nicht selber abfackelst. Ja, merci. Oder auflöst oder was auch immer. Überzieht deine Waffe mit Öl, das Feuerresistenzen des Ziel, Verwundbarkeit des Feuers verursacht. Okay. So, pass mal auf, ich kenne ja hier die Stecke schon, ne? Ich gehe runter zu dem Angler-Typen, also zu dem Typen da unten und nehme den mit, wenn ich das schaffe, und du gehst oben zu dem Seelenschinder. Das sind ja dann quasi zwei Unterhaltungen, die müssen wir dann gleichzeitig führen können, ne? So, Test, ja, können wir machen. Testen wir mal. Das testen wir mal. Wozu knacken? Eine Holzkiste, wozu knacken, wenn man sie auch mit einem fetten Hammer aufmachen kann? Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? There. Can you see it? Just a dumb Noin. Ball. You're relieved. Until you see the flash of a dagger. Don't we?
I saw you on the ship. Free, scuttling about. You're in league with them, aren't you? Du siehst ja, den Dialog siehst du jetzt aber nicht, oder? Nee, ich bin gerade im Dialog mit diesem blöden Gedankenschinder. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? The worm. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. My apologies. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Is that so? Don't miss. We clearly move in different circles. So, do you know anything about these worms? No. Of that much we can be certain. These worms are already affecting me. I can feel it. Now, what to do about it? You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right, I accept. Lead on. So. Yay, neues Mitglied. Wen willst du haben? Schattenherz oder den Typen da? Gib mir mal Schattenherz. So, kann ich jetzt irgendwie sehen, was du gemacht hast? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, du hättest da neben dem Porträt von mir auf dieses lilane Gesprächszeichen klicken müssen. Aber gut, du hast ihn gekillt, ich sehe es schon. So, du kannst ja lustigerweise auch dran sterben an dem Viech. Echt? Ja, das habe ich nämlich gestern spaßeshalber mal ausprobiert gehabt. Was passiert, wenn man die ganze Zeit sich von seinem Verstand da übernehmen lässt? Am Ende tötet dich das Viech dich dann. Also nur so mäßig empfohlen, das am Leben zu lassen. Ja. Oh ja. Aha. Ah, man hätte einfach drüber springen können, stimmt.